Es geht darum, mutig zu sein, auch eigene Vorurteile zu überwinden und über sich selber hinauszuwachsen. Das fand ich sehr schön, dass es ja ein Film ist, wo man lachen kann, der aber gleichzeitig auch eine Message mitgibt, die einfach sehr spaßig an den Mann oder ans Tier gebracht wird. Das Küken verlässt das Nest. Nein, er bleibt zu Hause, bei mir, wo er sicher ist. Hey Max, Liam ist gerade zur Tür raus. Warte, was? Ich mag als Filmenthusiast einfach so Sachen, dass es da ein bisschen mehr, du hast ein bisschen mehr Action drin als im ersten Teil. Der ist so ein bisschen Mission Impossible hast du mit drin. Und dann hast du so diese ganze Schleichaktion. Du musst dich als Katze verkleiden, du musst dich irgendwo reinschleichen, dann gibt's Verfolgungsjagden und dann hast du halt eben nochmal alles, was so diese ganzen zwischenmenschlichen oder zwischentierlichen Sachen angeht. Und das macht das ganze Ding zu einem Gesamtpaket, wo ich mir denke, egal ob du 4 oder 40 oder 44 oder 45. Noch viel älter bist als 45, läuft. Guten Morgen, New York City! Was machst du da? Na, wie sieht denn das für dich aus? Ich mach Superheldensachen. Tang, 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 tang. Also es fällt mir immer wieder auf, dass ich den so wahnsinnig liebevoll animiert finde. Also ich bekomme dann auch direkt so Lust auf diese Stadt. Also die ist New York, wie das gezeichnet ist. Das ist so liebevoll, bis ins kleinste Detail. Und dann gehen die ja auch, die verlassen ja die Stadt und gehen ja aufs Land. Und da kommen so ganz viele neue Tiere. Und die sind, da gibt es ja auch dieses Huhn, was die ganze Zeit einfach so irre da rumrennt. Cool. Und das ist irgendwie, das macht einfach Spaß. Also da wird das Kind in einem wieder so geweckt. Okay, Gidget, friss Sweet Pea. Was? Katzen fressen Vögel. Noch ein Naturgesetz. Also ich glaube, ich passe. Nein, 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 du hast schon beim Katzenklo gepasst. Du musst das jetzt durchziehen. Aber jetzt tu es. Du willst wirklich, dass sie Sweet Pea frisst? Nein, natürlich nicht. Ich will sie bloß als... Okay, was ist? Gidget, aus! Das ist böser Hund! Böser Katzenhund! Au! Entschuldige. Bei mir ist es tatsächlich die Szene, wo Chloe Gidget einfach beibringen will, wie man sich als Katze verhält, verkleidet und ja, was eine Katze alles können muss, was sie machen muss, damit sie wie eine richtige Katze rüberkommt. Und das finde ich auch schön. Das finde ich total. Das ist so nah an der Realität auch, ne? Das ist irgendwie so, doch, aber wie diese Katzen, also wie sie so denkt. Und jetzt auf die Tastatur. Tick, 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 tick. Schwanz ins Gesicht. Genau. Das ist so gut. Ja, das ist echt süß. Für mich ist es natürlich jedes Mal, wenn sich Norman als das strategische Mastermind hervortut, ganz klar. Aber was ich auch mag, ist, ich mag die Katzentarn-Szenen sehr. Ich mag die Autofahr-Szene unglaublich gerne. Die zum Schluss, die große? Ja. Mit der Oma? Allen, ja, mit allen Katzen und der Oma. Was ich aber auch mag, sind die ganzen Szenen, ich will nicht so viel spoilern, aber es gibt in dem Film zwei Hunde, einen, den man schon kennt und einen, der neu ist auf dem Bauernhof, der so einen ultimativen, heroischen Charakter verkörpert. Und diese Charakterentwicklung jeweils von dem Hund, den man schon kennt. Also Max ist ja jetzt Quatsch da, aber finde ich super cool gemacht. Oh, hallo. Ein Hund hat zwei Dinge in seinem Leben. Den Napf, aus dem er trinkt, und seine Würde. Nimmst du ihm das eine, verliert er auch das andere. Ich konnte nicht ahnen, dass das dein Napf ist. Was versperrt dir dein Kragen die Sicht? Da steht mein Name auf der Seite. Oh, es tut uns total leid, Mr. Gockel. Mein Name ist nicht Gockel. Sehe ich für euch wie ein Gockel aus? Nein, 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 überhaupt nicht. Mein Name ist Rooster. Ich finde halt Tiere toll und ich kann mir auch durchaus vorstellen, eine Katze zu haben oder einen Hund oder beides. Vögel ist jetzt, obwohl ich hatte mal einen ganz süßen Kanarienvogel, den Rodriguez, und da haben mir alle gesagt, dass der nicht zahm wird, dass der nur singt. Und wenn ich ihn zu oft rauslasse, dann hört er auf zu singen und der wurde dann irgendwann zahm. Und wenn du dann so einen kleinen, sanften, gelben Vogel hast, so einen kleinen Schisser, der dann sich irgendwann auf deine Brust so setzt, wenn du auf der Couch liegst, dann steht die Welt still. Also das werde ich nie vergessen. Und das hat Jahre gedauert. Und irgendwann, als ich mich nicht bewege, kam er dann mal und hat sich auf meine Brust gelegt. Und den Moment, den habe ich so abgespeichert. Das war so sein von wegen, ich mag dich. Und dann, das war es dann aber auch. Oh. Aber total süß, ja. Ja, irgendwann ging es dann mit ihm zu Ende, aber...